Some Monday, too many niggas, not enough hoes. And some of you niggas acting like hoes. Stay to myself like Lola, do get high by myself from. Ja, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute seht ihr mal ein extrem interessantes Video. Und zwar habe ich mir sehr viel im Livestream von meiner Seele geredet. Einfach über die letzten Monate, über die letzten Jahre, was in meinem Kopf abging. Ob ich alles bereue, was ich damals gemacht habe. Über die Ziele, die ich jetzt in Zukunft habe und vieles, vieles mehr. Deswegen würde es mich wirklich freuen, wenn ihr euch das Video bis zum Ende anschauen würdet. Und schreibt mir gerne, würde mir sehr viel bedeuten, irgendwas in die Kommentare zu euren Gedanken zu diesem Video, was ihr gleich sehen werdet. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Genießt es. Wie gesagt, ich freue mich über jedes einzelne Kommentar. Ich werde jedes einzelne Kommentar auch beantworten und mir durchlesen auf jeden Fall. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Vielleicht bis zum Samstag, bis zum nächsten Video und bis zu meinem Samstag, bis zum 12-Stunden-Stream. Deswegen viel Spaß auf jeden Fall. Wir sehen uns. Lasst gerne ein Like da und ja, haut rein. Ey, Chat. Ohne Scheiß, ich will jetzt nochmal kurz, bevor wir jetzt irgendwie gleich auch reingehen ins Spiel oder so, will ich nochmal einmal kurz sagen. Ich habe mir gestern... Chat, schreibt mal eben kurz rein. Wer hat gestern von Elotrix den Stream geschaut, wo er die Reaktion gemacht hat auf Solution und auf Monte, auf das Video? Eins in Chat. Ich habe mir die ganze Zeit diesen Stream angeschaut, weil ich mich so wiedergesehen habe in Carstens Stelle und Solutions Stelle. Es ging halt darum, wie man die letzten Jahre durchgezogen hat und wie nicht, sage ich mal. Ne? Und ich habe mich da so krass wiedergesehen, weil ich war jetzt ja auch 3-4 Jahre oder so inaktiv, ne? Die meinten halt so, okay, wir hatten alle so damals so eine Community, die wirklich auf Personen bezogen waren, die halt auch wirklich sich für die Person interessiert haben und wirklich in der Community am Start waren, so wie es jetzt auch wieder ist, ne? Und ich dachte mir so, what the fuck, man? Wenn man sich mal überlegt, was jetzt in den letzten 9 Monaten, sagen wir jetzt mal, weil wir jetzt ungefähr bei mir jetzt im 9. Monat Affiliate sind, was da alles jetzt wieder geschehen ist und so und wie ihr am Start seid, wie ihr Bock auf die Streams habt und wie ihr das alles enjoyt, das fand ich so crazy, weil ich habe jetzt echt so, wenn ich überlege, 3-4 Jahre ist so eine lange Zeit, ich habe nichts gemacht, ich habe mal ein Video, zwei Videos rausgeballert, das war's aber auch. Und jetzt bin ich seit 9 Monaten, 10 Monaten wieder sehr aktiv, sage ich mal. Und dafür, dass ich so, das fand ich so crazy, weil die haben auch gesagt, ey, dafür, dass sie so viel Liebe jetzt in dem letzten Jahr bekommen haben, so wie noch nie, das ist halt zu krass, ne? Und ich habe mich da so wiedergesehen, Chat, weil ich hatte damals eine geisteskranke Community, was den Support angeht. Ich hatte Videos, 50.000 Klicks, 60.000 Klicks, über 10.000 Likes, ne, die letzte Zeit. Jedes Video eigentlich immer, wo ich wirklich aktiv noch war, 7.000, 8.000 Likes, die ganze Zeit durchgehend mit 30.000, 40.000 Klicks, was unmenschlich ist. Das war ein Support, das war nicht mehr normal. Da habe ich mir gedacht, fuck, Digga, was habe ich da die letzten Jahre gemacht? Warum habe ich kein YouTube gemacht? Oder warum habe ich generell irgendwie den Spaß verloren am Zocken, Digga? Und habe euch so krass hängen lassen, ne? Und dann kam mir das so in den Sinn, Digga, weil ich bin jetzt ein bisschen wieder aktiv und dachte mir so, wie kann es sein, dass ich nach 3-4 Jahren Inaktivität so eine Liebe von euch bekomme, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und ich dachte mir so, what the fuck, wie kann das sein, Mann? Ich dachte mir so, Alter, wie kann man... Was habe ich mir damals für eine Community aufgebaut, dass die jetzt in dieser Zeit immer noch so krass am Start sind und so gönnen, ne? Es kriegen ja immer mehr auch wieder mit, dass ich wieder da bin, ne? Es sind ja jetzt nicht mehr nur die 15 bis 20 Leute oder so, die jetzt die letzten, vor Oktober, sage ich mal, am Start waren, die mich noch von Insta hatten oder so oder vielleicht noch Twitter hatten. Es sind jetzt ja auch wieder sehr viele reingekommen, die auch von Codebock kamen, von Warzone kamen, die mich da gesehen haben. Ey, ich kenne dich noch von früher, ey, ich kenne dich noch von da, ey, ich kenne dich noch von BO2. Ey, ich kenne noch die ganze Zeros-Zeit. Das kommt ja die ganze Zeit in den Stream rein, ne? Und die bleiben dann aber auch. Also ihr, sage ich mal, ne? Ihr bleibt dann ja auch im Stream und seid nicht für den einen Stream dann da. Und dann seid ihr wieder weg. Ihr bleibt ja sogar hier. Also irgendwie habe ich mir damals echt eine geile Community aufgebaut. Und da wollte ich einfach mal Kuss und Liebe raus sagen und das einfach mal kurz eben loswerden. Ich bedanke mich zwar wirklich sehr, sehr oft bei euch, aber das wollte ich nochmal rauslassen, weil das hat mir gestern nochmal überkrass die Augen geöffnet, sage ich mal, wie... Was ich mir damals halt aufgebaut habe für eine Community, die jetzt halt wieder am Start ist, so. Oder halt mich langsam wiederfindet, ne? Deswegen also echt zu krass, Digga. Das ist mir gestern erst nochmal so richtig bewusst geworden, wo die da rüber gestern so ein bisschen getalkt haben und Elotrix auch. Deswegen Kuss an euch, ne? Echt wirklich crazy, ne? Wirklich crazy, Digga. Ohne Scheiß. Ich glaube einfach, dass viele mit der Zeit damals ein bestimmtes Gefühl verbinden, beziehungsweise eine gewisse Zeit, an die sie sich gerne zurückdenken. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ist halt auch bei einem Danny, bei einem Carsten... Und vielleicht in ganz kleiner Form bei mir, das auch so, warum die Leute hier die Streams so enjoyen und auch wirklich geisteskrank am Start sind und supporten und einfach Bock drauf haben. Wisst ihr, was ich meine? Weil man sich irgendwie damals eine ganz, ganz andere Community aufgebaut hat als jetzt heutzutage. Heutzutage geht es wirklich irgendwie den meisten irgendwie nur noch um Klicks, um trendige Sachen, um in die Trends zu kommen. Aber nicht mehr so wirklich ein liebevolles Video zu machen, wo man wirklich am Start ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube... Das ist halt der Unterschied und viele Kollegen von mir, das war ja gerade die Zeit, wo ich vielleicht ein Jahr inaktiv war, eigentlich jeder Kollege von mir hat zu mir damals gesagt, ey Flo,
Macht doch einfach Fortnite-Videos, weil jeder von euch, eins im Chat, wer hat Fortnite von euch am Anfang bei den ersten Seasons gespielt? Eins im Chat. Wer hat es nicht gemacht? Zwei rein. Und deswegen habe ich mich da nicht gesehen, Fortnite-Videos zu machen, weil ich einen ganz anderen Content damals gemacht habe. Dann war ich schon lange weg. Und damit Fortnite anfangen, ich glaube, das hätten die Leute falsch verstanden. So von wegen, yo, der fängt jetzt an mit Fortnite, das ist im Hype, nur um wieder Klicks zu machen. Und das bin ich halt nicht. Ich bin halt nie der Typ gewesen, der irgendwie YouTube wegen Geld gemacht hat oder sonst was. Ich habe immer nur YouTube gemacht aus Spaß so. Und mir hat dann irgendwann halt das Spiel nicht mehr Spaß gemacht, Call of Duty. Und war deswegen halt lange weg, ne? Ich habe halt nie wegen Geld gemacht. Hätte ich wegen Geld gemacht, Leute, wo mir das Snacks das erste Mal gesagt hat, was Leute in der Größe von den Klicks jetzt heutzutage verdienen, was ich damals hatte. Mein Mund war so weit offen, ne? Ich dachte mir so, what the fuck, Mann? Ich meine, ich habe damals auch nicht schlechtes Geld verdient, sage ich mal, als 16-, 17-Jähriger. Da hatte ich echt Glück, sage ich mal, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich sage. Chat, was ich auch damals falsch gemacht habe, ich war von jetzt auf gleich, boom, ich war weg. Ich war einfach weg. Und ich glaube, das war der Fehler. Ich hätte vielleicht ein Video machen sollen. Ey, Leute, ich habe gerade nicht so Bock mehr auf Zock. Mir gefällt es gerade nicht mehr. Und ich bleibe jetzt erstmal für eine Zeit inaktiv. Ich weiß nicht, wie lange. Ich komme aber wieder. So was hätte ich machen sollen. Und nicht einfach weg. Dann nach einem Jahr, anderthalb Jahren wiederkommen mit zwei Videos. Wieder anderthalb Jahre weg. Und dann wieder Video machen. Das hätte ich nicht. Aber wie gesagt, man war auch jung. Ich meine, wenn ich jetzt von dem, wie ich jetzt denke und wie man jetzt weit ist von der Persönlichkeit und so, wäre ich so damals schon gewesen, sag ich mal, da hätte ich das so auch nie gemacht, wie ich es halt damals gemacht habe. Aber Fehler gehören dazu zum Leben. Aus Fehlern lernt man. Fehler sind nicht schlecht. Fehler sind nur schlecht, wenn man sie wieder macht und nicht davon lernt, so. Deswegen, man kann es halt nicht mehr ändern, ne? Ja, true, die Spiele waren echt lost in letzter Zeit. Aber Coldplay bockt echt, finde ich. Bin ich halt auch, Digga. Es macht so viel Spaß, klar. Jeder hat da so seine Meinung zu dem SBMM. Jeder hat dazu seine Meinung, ob das legitim ist, das ein bisschen auszutricksen, um mehr Spaß am Spiel zu haben, um mehr Leute zu unterhalten, sag ich mal. Hat jeder seine eigene Meinung. Aber meine Meinung, wie gesagt, das habe ich auch beim Video gesagt, ich habe mehr Spaß am Interagieren mit euch im Chat. Das macht mir schon seit Grund auf am meisten Bock. Und das war halt eben das Problem bei mir. Codeborg konnte ich nicht im Stream die letzten Monate spielen, weil man noch nicht wusste mit Neff, macht das dann Spaß, macht es keinen Spaß. Die Maps waren nicht so geil. Ich finde, die Maps sind immer noch kacke eigentlich. Außer Raid. Nuketown kann man auch ab und zu spielen. Express, hoffe ich, schlägt auch ein wie eine Bombe. Hoffe ich auch extrem. Deswegen, ich weiß nicht. Für manche ist es ja so, SBMM, das ist dann irgendwie nicht wirklich real und so. Und keine Ahnung was, Digga. Da hat mich auch einer wieder vollgelabert und so. Deswegen, man weiß es nicht, ne? Aber wie gesagt, für mich ist halt der Unterhaltungsfaktor da irgendwie am meisten, also am wichtigsten, mache ich das halt mit dem Neffen, um mehr Spaß zu haben, ich persönlich, um mehr mit euch zu interagieren im Chat. Das ist halt für jeden eine Win-Win-Situation, ne? In Multiplayer-Spielen kann ich halt mehr daraus machen, weil das habe ich früher, Chat, ich will jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich würde sagen, dass das, was früher an Live-Commentaries so und generell an Multiplayer-Videos damals rausgekommen ist, so BO2, BO3-Zeit, war ich halt von den Leuten schon sehr weit oben, sage ich mal, von der Unterhaltung her. Würde ich jetzt einmal mal meinen, ich kann mich auch komplett irren, ich weiß es nicht, aber ich würde mich halt schon sehr weit oben einstellen, deswegen ich weiß, wie man vernünftige, unterhaltende Multiplayer-Videos macht. Klar, jeder hat eigenen Geschmack und so, ne, klar, aber ich glaube, das kann ich besser als irgendein Battle Royale, so. Ich glaube, Battle Royale ist für mich zum Zocken am Anfang von Warzone war geil, hat Bock gemacht, aber ich glaube, ich sehe mich nicht als Battle Royale oder als Battle Royale YouTuber oder. Aber wie gesagt, Chat, wo ich jetzt nochmal drauf eingehen wollte, ich habe mir vorgenommen, gerade wegen dem Elotrix Video, beziehungsweise die Reaktion gestern im Livestream, habe ich mir halt vorgenommen, wo er auch meinte, ey, ihr seid noch alle so jung. Monte meinte zu Lucian und zu Carsten, ey, ihr seid noch so jung, ihr könnt noch so viel mit YouTube erreichen. Und Carsten meinte halt dann auch so, eigentlich hat er schon recht. Und ich bin ja noch viel jünger als die. Und ich denke mir so, ey, was ist, wenn ich jetzt dieses Jahr es einfach hinbekomme? Wirklich jede Woche zwei Videos. Jede Woche, das sind im Monat sind das 8 Videos. Im Jahr sind es 96 Videos. 96 Videos in einem Jahr. Das sollte ich doch irgendwie hinkriegen, aber nicht Videos hinrotzen, sondern wirklich geile Videos. Und dann kann ich nach dem Jahr sagen vielleicht, ey, das mit den Videos hat sich extrem gelohnt. Oder es hat sich nicht gelohnt. Weil mein Ziel, sage ich euch ehrlich, also das wäre das größte Ziel von mir bei YouTube. Es ist sehr, sehr weit weg, sage ich mal. Aber es wäre ein Ziel, dass die Videos Minimum 5000, vielleicht, wenn es auch sehr geil wäre, nach Monaten 10.000 Klicks pro Video. Im Stream dann vielleicht 200-300 durchschnittliche. Das wäre so das, was wirklich crazy dieses Jahr wäre. Aber da muss ich auch wirklich was für tun. Und glaub mir, ich versuche immer wieder
irgendwie gerade die Streams immer so unterhalten wie möglich für euch zu machen und YouTube dann einfach auch auseinanderzunehmen, ne? Ich habe da extrem Bock drauf, weil der Real Talk gestern, ich habe das Finn, ich habe dir das ja geschrieben, ne? Der hat mich so berührt gestern, weil ich mich da so wiedergesehen habe in diesem Real Talk, Digga. Wo ich mir dachte, ey, was hast du eigentlich kaputt gemacht, ne? Was bereust du eigentlich? Was hast du damals gemacht, ne? Ohne Scheiß, ich dachte mir wirklich, ey, man darf sich das nicht ausmalen, wo ich vielleicht gelandet wäre, hätte ich jetzt 3-4 Jahre wirklich weiter so gemacht wie damals. Ey, das darf man aber nicht, ne? Ich meine, das habe ich gerade auch schon gesagt, Fehler sind dafür da, um sie zu machen, um sie besser zu machen, so, aber es ist halt wirklich sehr, sehr crazy, ne? Sehr, sehr crazy. Also, ich habe die Community dafür. Und das seid ihr, Leute. Die noch da sind, aktiv zuhören, haut mal nochmal ein Herz für euch rein. Also mit euch als Community kann es auf jeden Fall was werden, wieder ein bisschen mehr da zu sein auf YouTube. Kann auf jeden Fall möglich sein. Weil ihr seid einfach, das habe ich auch gerade schon so krass gesagt, ne? Ihr seid einfach zu crazy, Mann. Ich sag's immer wieder. Aber ich muss halt meinen Arsch hochkriegen, ne? Man darf halt nicht nur labern, Digga. Man muss auch seinen Arsch hochkriegen und wirklich mal das umsetzen, was man sich vornimmt. 2 Videos, 1 Video die Woche sollte machbar sein. Safe. Wir machen 5 Streams die Woche im Moment, 5 Stück. Irgendwie sollte man da doch irgendwas hinbekommen, was wirklich sehr geil unterhalten für YouTube ist. Das sollte man auch hinkriegen, oder nicht? Das sollte man hinkriegen.